nicht. Malst du die Batmu? Mhm. Okay. Malst du die Batmu auch, bitte? Ich kann's probieren. Ja, mal die Batmu. Und dann gucken wir mal, machen sie Batmu Battle of the History. Battle of the Batmu. So, wir müssen los. Jetzt ganz dringend. Mal, geht los. Hat die Zahnspange vergessen. Da ist er wieder. Geht los. Na? Ja. Weg. Ohne Zahn. Du, ich bin im Laden. Was soll ich sagen? Heute ist wieder ein kurzer Dienst. Weil meine Frau heute wieder Spätschicht hat. Es ist zum Kotzen. Zweimal die Woche. Es ist echt nervig. Ach, danke. Na schön. Ist ja nicht schlimm. Macht einfach alles kaputt. Ist überhaupt kein Thema. Toll, ey. Was für Pfosten, ey. Seht erst, Lampe ist im Arsch. Toll, wie kann man so bescheuert sein? Ich kann noch ein bisschen mehr haben zum Zerstören hier. Blöden. Idioten, ey. Das ist echt total bescheuert. Scheiß Müllkutscher, die kannst du echt kannst du echt vergessen. Wie kann man eine Lampe von die hier steht, kaputt machen, wenn man hier mit einer Mülltonne vorbeiläuft? Ey, das ist mir unglaublich, wirklich. Das gibt mir so auf den Sack jetzt gerade. Jedes Mal rammeln die mir alle kaputt, das ist ein Ladengeschäft. Das ist ein Laden hier. Das kann man doch nicht so durchrammeln, wenn jetzt schon den erlaubt, den Müll hier durchzubringen, nach draußen. Dann ist das doch in Ordnung. Aber das reicht doch wohl auch. Müssen wir nicht noch alles kaputt machen. Das ist ein Laden. Das ist ein Laden. Scheiße, Mann. Und dann räumen sie alles weg. Oh, jetzt wäre nicht passiert. Kein Zettel, nichts, ja nichts. Na gut, jetzt wird die Treppe ein bisschen gefegt erstmal. Vom Dreck befreit. Mike schnell. Schauen wir doch mal, was die BSR mir für Schaden bereitet hat. Ich gucke mal auf eBay, ob ich so einen Schirm wieder finde. Wahrscheinlich nicht. Ist total utopisch. Aber ist ja auch real. Darum geht es ja nicht nur mal grundsätzlich, damit man den nächste Mal was sagen kann. Kollegen, ich krieg von euch noch so einen Schirm. Eigentlich möchte ich den Schirm haben, damit ich die Lampe wieder benutzen kann. Natürlich, das Zeug mit Geld. Im Zelt geht es mir nicht. Es geht darum, dass eigentlich auch nicht mal jetzt mehr um den Schirm. Es geht darum, dass sie umsichtiger arbeiten. Das kann doch nicht sein, dass wenn ich meinen Job ausführe, dass ich nebenbei 3-4 andere Sachen von anderen Kollegen oder von anderen Leuten kaputt mache. Es kann ja auch nicht sein, dass wenn ich ein Rad repariere, ja, dass man nebenbei bei dem anderen Rad, was nebendran steht, irgendwie noch den Reifen mit kaputt mache und dies und das und jenes. Das kann nicht sein. Dafür müsste ich dann gerade stehen. Dafür müssten die dann auch gerade stehen. Also mit so viel Umsicht hat man zu arbeiten, damit sowas nicht passiert. Ja, und da hört das mindestens dazu, dass sie hätten Bescheid gesagt, weil wie gesagt, ich wohne nebenan. Sie hätten klingeln können. Der Zettel ist an der Tür, damit man weiß, wo man klingeln muss. Also insofern, das ist ja nicht alles so artfremd und wir sind ja auch nicht jetzt... wie gesagt, jetzt hier sind nicht alle Neulinge oder so. Also, das ist schon Bescheid. Wenn sie schon sagen können. Und gucken, wenn beim nächsten Mal nicht kommt von denen, werde ich mit dem Kollegen mal reden. Da kriegen wir schon hin. Also wie gesagt, ich bin da nicht grob, eigentlich nicht sauer oder irgendwas. Mehr nur um die Art und Weise. Also das ist nicht sehr nett. Das sind nicht die Könige, wie gesagt. Die können da nicht durchrammeln, wie sie wollen. Auch mank der Autos, was sie manchmal die Tonnen da durchzerren. Ja, scheißegal, ob da irgendwie ein Stoßstange ist oder nicht. Das geht halt nicht. Also ein bisschen mit Umsicht. Ein bisschen mit Umsicht. Kommt schon der erste. Runtergepoltert die Treppe hier. Was los? Hallo. Ah. Ja? Machst du was reparieren? Ja. Am 12 Uhr sein? Ja. Ja. Kein Problem. Ja, das hier mache ich schnell fertig. Ne? Kriegen wir hin. Na, der hat es wohl hinter sich hier. Da ist wohl nicht so viel, dass er dann damit neu gefahren ist. War dann nicht so. So, jetzt haben wir den Schlauch raus.
Ventil raus. Schlauch nehme ich raus, Mantel hole ich. Bis gleich. Gleich ist es wieder fertig. Rad ist fertig. Keins mehr drin. Da ist es. Fertig ist es. Ach ja, Kinderrad. Kinderrad nicht, sondern Kinderwagenrad. Oh. Der Mantel ist kaputt. Der Mantel ist kaputt. Der Mantel ist kaputt. Na, so was habe ich nicht. Ach, das ist ja ärgerlich. Gut, dass ich gerade die Kamera angeschaltet habe. Ja, also hier ist der Reifen kaputt. So was habe ich nicht. Mann, Scheiße. No. Kartoffeln und Quark. Du machst sowieso die ganze Zeit nur Quark. Kaffee. Danke, Frau. Dass unsere Kollegin gekündigt hat. Naja. Erinnere dich, erinnere dich. Wir sind tschechischer. Also tschechisch ausgestattet. Ja. Fakt ist, ich krieg diesen Reifen nicht hier. Ich krieg den bei 1, 2, 3 Kollo Tschechien. Na, gib doch mal die, oder du musst mal fragen, was das für eine Kinderwagenfirma ist. Da kostet 119 Kronen, oder was ist das? Das ist für eine Kinderwagenfirma, da kann man auch bestimmt Ersatzteile mit. Bücknerstraße 23, einfach vorbeikommen und anschauen. So einfach. Aus. Senden. Am 14.10. hat er geschrieben, heute haben wir den 17.10. Ich antworte zeitnah. Ja, mittlerweile habe ich jetzt schon heute dann mir bestellt. Aber so ist das halt. Ich sehe es halt nicht so oft. Bin nicht so oft im Netz. Für Facebook schreibt der, ich habe 100 irgendwie noch was Nachrichten. Ja, die schreiben nicht dauernd irgendwas. Ja, aber ich will das nicht. Kann man das nicht deaktivieren? Bestimmt kann man das mal. Ah, der Thorsten hat schon wieder ein BMX-Rad günstig gesehen, deswegen kommt er her. Mann. Ich soll ihm Kommunikation, die Kommunikation machen. Das ist nervig. So schönes Wetter und nichts passiert. Was soll denn das? Ist ein Ding. Ja, dann mache ich ihm die Kommunikation. Jetzt hole ich gleich die Kinder wieder ab. Oder das Kind. Das ist ja nur in einer Stunde mache ich wieder zu. Und sie wollen es heute Abend erst wieder. Mann, das ist echt langweilig die Woche. Morgen bin ich frühs nicht da. Dann bin ich beim Elterngespräch. Ah, wenn du so viele Kinder hast, hast du echt viel zu tun. Echt viele Termine. Elterngespräch in der Schule. Eine Katastrophe heute, meine Güte. Nicht ein Mensch hat geklingelt in der Zeit. Das ist unglaublich. Muss man erstmal die Haare richten. Mal wieder ankommen hier. Mann, fast eingepennt. Mit allen Kindern gekuschelt hier. So, Müll. Erstmal Müll sortieren. So. Tja, auf alle Fälle, so ist es. Jetzt werden die Haare gemacht und dann gucken wir mal. 1,5 Stunden habe ich noch. Mal sehen, ob sich jetzt einer verirrt. Ich meine, wenn den ganzen Tag keiner geklingelt hat. Wer soll denn jetzt noch kommen?
Aber wir gucken mal. Steht dran, ich bin da, also bin ich da. Oben steht auch ein Rad. Ich schau mir das mal an. Eine Stunde heute, ne? Und ich futtere. Ja, zack, bin ich am Essen. Heute ist so öde, nichts zu tun. Die Dinger werde ich noch einstellen. New Old Stock. SG. Spanngurte aus Gummi für den Gepäckträger. Klapprad etc. Total genial. Für eine Restauration oder so. Wenn man so ein Ding braucht, die Gummis sind ja alle spröde und alle. Die Dinger sind mit Sicherheit nicht mehr vorhanden im Gebrauch. Ich habe hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück habe ich noch. Will ich bei eBay einstellen oder so. Mal schauen. Mach ich nachher. Tja, liebe Leute, dann mache ich das einfach mal so. Ich schneide jetzt schon das ganze Material zusammen. Vom heutigen Tag, das ist ja nicht so viel. Und dann sehen wir uns morgen. Morgen erst ab. Nee, ja nicht. Morgen gleich früh. Ach, hat sich ja alles erledigt. Die Elterngespräch ist morgen nicht. Ach, habe ich keinen Anruf gekriegt. Elterngespräch fällt aus, weil alles super läuft. Fantastisch. Das beruhigt mich total. Erstens, ich kann endlich mal einen Tag wieder hier ganz normal Anwesenheit zeigen. Zweitens läuft es mit meiner Tochter ganz gut in der Schule. Das ist sehr beruhigend zu wissen. Also, wir sehen uns morgen früh um 9 Uhr. Ich verspreche, ich bin um 9 Uhr hier. Und dann sehen wir uns und bis 9 Uhr abends werde ich morgen durchziehen. Also bis dann, schlaf gut. Danke, dass ihr trotzdem einschaltet, auch wenn es so langweilig war heute. Ich verstehe das alles, ja. Wenn der eine oder andere vielleicht sogar rummosert. Ich moser auch. Ich wäre ja nicht im Laden gewesen, aber es war nichts. Es war nicht machbar. Also ich hatte, wenn du drei Kinder hast, du kannst nicht mit drei Kindern im Laden sein. Das funktioniert nicht. Ja, das geht nicht. Das funktioniert leider nicht. Dafür ist es hier zu kalt, muss man sagen, und zu dreckig. Das ist ja hier wirklich wie Werkstatt. Aber da ist nichts zu löten. Kann man nicht machen. Also wir sehen uns morgen. Bis morgen. Schlaf gut. Bis dann. Ciao.